Ja, herzlich willkommen hier bei XO zu unserem Podium-Talk. Heute haben wir Herrn Dr. Stefan Helker zu Gast. Hallo Stefan, freut mich, dass du bei uns bist. Reinhard, ganz lieben Dank, dass ich bei euch da sein darf. Wir haben uns ja kennengelernt vor 1,5 Jahren, jetzt, das war bei der letzten IDS auf unserem Stand. Da hatten wir ein langes Gespräch über die XO-Einheiten und du hast mir dann über dein großartiges Projekt erzählt, das damals noch in den Anfängen war. Das wird ja das größte Implantatzentrum Deutschlands. Kannst du uns mal ein bisschen ein Update geben? Wo bist du denn da gerade zurzeit? Ja, vielleicht sogar noch mal einmal weiter vorne ansetzen. Vor 1,5 Jahren, als wir hier mit der Praxis über die IDS gelaufen sind, kannte ich XO noch gar nicht. Also es war mir gar kein Begriff. Also ich kannte nur die großen Player, ich kannte nur Carvo, Sirona und Plugadent und wie sie alle heißen und Ultradent. Und ihr hattet einen so geilen Stand, der ist so hervorgestochen. Ja, der war im wahrsten Sinne des Wortes so extraordinary. Und ich dachte, was ist das hier mit den schwarzen Vorhängen? Und haben gesagt, okay, gucken wir uns mal an. Und dann sind wir hier reingekommen und haben dann direkt hier diese extrem auffälligen Einheiten gesehen. Und haben uns dann selber hier in so einen Talk reingesetzt und haben gedacht, oh, das ist echt interessant. Ja, und dann hat das erstmal so gearbeitet und dann haben wir Kontakt irgendwann aufgenommen und haben gesagt, lass mal schauen, ob das nicht irgendwie passen wird. Ne? Und dann haben wir uns ja so kennengelernt. Und ja, da war das Projekt auch in den Kinderschuhen. Das war ja dann Ende 21. Ne? Genau, da hatten wir gerade unseren Bauantrag eingereicht und warteten auf Genehmigung. Die ist dann Mitte 22 erteilt worden und sind jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr in den Bau rein. Und ja, jetzt sind da ganz unten die ersten Fenster reingekommen. Wir hatten Richtfest und wir brauchen jetzt noch ein Jahr, um das Ding fertig dahinzustellen. Und in einem Jahr eröffnen wir das Ganze und dann ausschließlich mit XO-Einheiten. Sehr gut. Und du hast jetzt auch vor kurzem eine XO-Flow bekommen, die erste, in deiner jetzigen Klinik. Ja. Um auch den Umstieg, wie du vorher gesagt hast, du kanntest nur Carvo und Sirona, die Standard-Rechtsgeräte. Es war ja eine Entscheidung, nicht, dass du sagst, ich steige jetzt auf Schwingen um, also auf sogenannte Peitschengeräte. Und du hast jetzt deine erste Einheit seit 2 Monaten. Wie geht es dir jetzt eigentlich bei diesem Umstieg? Erzähl ganz furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Das dachte ich mir. Nein, Spaß beiseite. Es war echt eine Umstellung. Ja. Also man muss sich wirklich mental auch darauf committen, zu sagen, hey, ich ändere jetzt meine Arbeitsabläufe. Man darf nicht versuchen, den alten Workflow auf diese Einheit umzulegen, weil dann nutzt man das ganze Potenzial nicht aus. Also wir haben ja auch eure Stühle. Vorher saß ich auf diesen ganz normalen flachen Stühlen. Und ja, hier soll man ja deutlich höher sitzen von der Ergonomie her. Und da gab es dann erstmal Muskelkater. Das war dann erstmal ein bisschen unangenehm. Aber das Ganze hat sich wirklich gelohnt. Und wir haben unsere Workflows, ich würde sagen, zu 70-80% mittlerweile umgestellt. Wir müssen natürlich noch lernen, so sage ich mal, die Handgriffe. Viele von euch Praktikern machen seit 15-20 Jahren immer die gleichen Handgriffe und dann greift man halt immer genau dahin und irgendwann löscht sich das aus dem neuronalen Gedächtnis so langsam raus. Das sind ganz tief eingetretene Pfade, ja, und so langsam löscht sich das Alte bei mir so raus und jetzt kommen die neuen Workflows rein und je besser man wird, ja, es ist immer so, erstmal ein kleiner Step zurück und dann sind es halt 3 Steps nach oben. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir jetzt ungefähr da sind, wo wir vorher waren, aber merken, bald wird es noch geiler werden. Also nach 3 Monaten schon wirklich ein geiler Learn Progress. Und was siehst du jetzt schon als Potenzial von der Veränderung her? Was kannst du hier rausholen jetzt für dich selber persönlich, wenn du diesen neuen Workflow jetzt betrachtest? Ja, also extrem viel. Also erstens, wenn wir denn in eine Zeit gehen, wo Fachkräftemangel herrscht, habe ich immer die Option, deutlich an Behandlungsassistenz einzusparen. Falls es irgendwann mal notwendig werden sollte und wir finden keine Leute, ja, dann ist es theoretisch möglich, von Links- auf Rechtshänder umzurüsten. Wir haben die Möglichkeit, theoretisch sogar als Behandler alleine zu behandeln. Das ist nicht das Ziel, aber die Demografie spricht ganz klare Sprache und es wird nicht immer die Behandlungsassistenz da sein, die wir eben haben wollen. Und dann sehe ich natürlich noch ein riesiges Potenzial darin, dass man deutlich schneller wird in der Behandlung, weil man nicht mehr den Fokus wegdrehen muss vom Patienten. Man ist immer sehr nah dran und wenn man mit einer eingespielten Assistenz assistiert, kriegt man quasi das Gerät, also Winkelstück, Handstück, was auch immer, Polymerisationslampe direkt in die Hand gegeben und dadurch bekomme ich dann natürlich noch mal mehr Geschwindigkeit und Kontrolle und habe meinen Fokus noch mal mehr am Patienten, weniger Ermüdung halt. Ne? Das heißt, die Assistenz kann sich jetzt auch mehr einbringen. Wie ist den Assistentinnen dabei gegangen? Weil die haben ja vorher mehr oder weniger hauptsächlich abgesaugt. Ne?
jetzt greifen sie mehr ein in die Behandlung und geben dir, wie du sagst, Instrumente. Wie ist es bei denen angekommen generell? Ja, am Anfang, wie immer, erstmal vorsichtig, reserviert, etwas konservativ, aber man merkt dann schon, okay, die Leute, die performen möchten, ja, die merken, sie können jetzt besser performen und die sind dann natürlich doppelt motiviert und merken halt, dass sie viel, viel mehr zum Behandlungserfolg beitragen können. Das klingt ja toll. Und wie geht es jetzt mit den anderen Features? Die IXO-Flow ist ja eine digitale Dentaleinheit. Man kann hier externe Geräte integrieren. Was hast du von denen schon jetzt ein bisschen genützt oder was siehst du als Potenzial hier jetzt? Ja, das ist etwas, was einfach sofort mega geil war, ne? Also wir hatten ja in der Klinikplanung, das sind ja 23 Behandlungszimmer, die wir erst vom Start weg und bis zu 30, die wir dann irgendwann noch ausbauen können. Und wir hatten echt geplant, 30 Monitore in die Decken reinzubauen. Okay. Und erstens ist das super hässlich. Das ist super teuer und die Technik in den Decken ist dann nach 5 Jahren schon veraltet. Und da jetzt hier an der XO die Bildschirme direkt dran sind und wir haben die Integration von Apps wie Netflix oder YouTube oder wir können eigentlich das, was wir sonst an der Wand am Monitor haben, zum Beispiel das Röntgenbild, können wir direkt hier auf den Screen projizieren, haben wir natürlich unglaublichen Mehrwert. Also allein, was wir an Kosten gespart haben im Bau, dadurch, dass wir die Screens da oben in die Decken nicht reinmachen mussten, ist echt mega. Und was auch richtig cool ist, man kann sich ja einloggen mit seinen eigenen Präferenzen. Das heißt, ja, wenn du 30 Zimmer hast und der Arzt hat halt ein festes Zimmer, das wird nicht funktionieren. Man muss halt dann eher so sagen, okay, welches Zimmer ist frei? Und dann war es bisher so, zum Beispiel bei unserer alten Carbo-Einheit, ich habe die 1 und die 2 und dann fährt die in die eine Position, in die andere Position. Aber wenn eine 1,50 Zahnärztin in einem Zimmer behandelt und danach kommen 2,2 Meter Behandler, der muss sich alles wieder umstellen und wir haben ein ständiges Hin- und Her-Programmiere oder händisches in diese Position fahren und das haben wir nicht mehr. Man loggt sich ein, alle Präferenzen sind da, vom Licht über die Exkavationsgeschwindigkeit, welches Drehmoment derjenige auf dem Endomotor haben will. Und so kann sich jeder Behandler es perfekt einstellen und theoretisch diese Einstellung in jedes Zimmer oder sogar andere Standorte mitnehmen. Und das ist einfach mega. Das ist einfach geil. Das klingt gut, ja. Also, wie bringst du jetzt den Design-Aspekt rein? Du hast ja, wie wir uns das letzte Mal getroffen haben, gesagt, du findest das ergonomische Design und auch das Design von der Einheit sehr cool. Ja, das ist... Für dein Marketing verwendest du das. Wir wissen ja, du hast deinen fast 300.000 Follower auf dem Internet, ja? Ja. Also auf den verschiedenen Plattformen. Und du verwendest ja auch so Sachen sehr, um eben neue Kunden anzuziehen, beziehungsweise auch Personal anzuziehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist der Designaspekt wirklich außergewöhnlich. Das heißt, im Marketing funktioniert immer alles gut, was weg vom Durchschnitt ist. Ja? Wenn du machst, was alle machen, bekommst du das, was alle tun oder alle kriegen und das ist Durchschnitt. Ja, und dieses Design, das fällt halt extrem auf. Und wir können das natürlich sehr prominent in unseren Bild-Video-Ton-Beiträgen platzieren. Und natürlich auch mit diesen Features. Also einmal der Design-Aspekt, der, finde ich, einfach richtig cool ist. Ist halt clean, puristisch. Der Trend geht ja so ein bisschen dahin, ne? Und nicht so verstörkelt und alles. Also das kommt sehr, sehr gut an. Und viele Patienten haben uns auch schon geschrieben im Vorfeld, wenn ihr diese Einheit kriegt, wir haben natürlich schon vorher gesagt, wir kriegen diese Einheit, haben schon Bilder gepostet, wir haben gesagt, ich will auf jeden Fall in diesem Zimmer behandelt werden. Momentan ist es ja nur dieses eine Zimmer. Jetzt haben wir manchmal schon das Problem, dass wenn dann ein Patient dahin will, dann müssen wir den teilweise schon umterminieren. Man kriegt es schon noch hin, aber man kann natürlich so ein Bedürfnis im Markt schon kreieren, indem man eben damit vernünftig wirbt. Und indem man sagt, okay, nicht nur Designaspekt, es geht auch über dieses Thema Qualität und vor allem auch, ne, die Leute sagen, ich will das einfach mal ausprobieren, während der Behandlung Netflix zu gucken. Das ist eigentlich total banal und eigentlich, ich meine, man kann zu Hause die ganze Zeit Netflix gucken, aber die Leute wollen immer was Neues und da seid ihr einfach Vorreiter, ne? Und da hat man auch noch einen Marketingaspekt mit da drin, ja. Zur Ableckung, ja. Ja, das ist ja sehr erfolgreich, weil wenn man deinen YouTube-Channel anschaut, dann sieht man ja, dass es funktioniert. Ja, wir lassen in der Tat wirklich unseren YouTube-Channel laufen. Meistens machen wir Queens of Dentistry an, das ist so, wo unsere Mädels was aus dem Praxisalltag zeigen. Ja. Dann können wir quasi während der Behandlung sogar noch ein bisschen Marketing machen, das ist interessant. Was wir auch weiter gedacht haben, ist eventuell den Patienten während der Behandlung ohne Ton einfach mal unsere Angebote durchlaufen zu lassen, also so an Patienten-TV, aber dann im Behandlungszimmer, wo dann eben die ungeteilte Aufmerksamkeit ist, während der Patient gesetzt wird, bis dann der Arzt halt kommt und zeigen, okay, wir bieten auch Bleaching an, wir bieten auch Implantologie an, also so ein bisschen das Leistungsspektrum quasi da zu pushen. Super. Also, falls es irgendwelche Fragen von euch gibt, jetzt an den Herrn Dr. Helker, bitte, wäre jetzt die Zeit. Genau, also go ahead, also ihr könnt alles fragen, also von Sachen,
in Bezug auf die XO bis hin zum Thema Marketing, seid ihr herzlich willkommen, da eure Fragen zu stellen. Also einfach Hand hoch, dann kommt so ein kleines Mikrofon bei euch rein. Hi Stefan, Michael. Hi. Du erzählst, dass ihr quasi jetzt wirklich einiges lernen müsst. Und du hast einiges an Team-Membern, die du jetzt quasi umtrainieren musst. Ist es was, wo ihr quasi eine Multiplikatorschulung macht? Oder werdet ihr von XO unterstützt? Oder wie läuft das, ja, wenn dann das Fragen zwischendurch kommen? Wie geht man damit um? Geile Frage. Wir hatten auch echt Schiss, dass wir damit irgendwann alleine dastehen. Und dann habe ich zwar eine geile Einheit, die prinzipiell gut funktioniert, aber ich habe kein Know-how, das Ding zu bedienen. Und deswegen haben wir mehrere Schulungen bekommen. Das gibt die XO Academy. Und da kam, bei uns war es die Dentalisa. Das ist ganz witzig, vor anderthalb Jahren habe ich die hier am Stand kennengelernt. Und die hat uns schon damals gefolgt. Und die hat uns dann hier die XO quasi zum allerersten Mal gezeigt. Und die kam jetzt auch zu uns in die Schulung. Und wir haben dann in kleinen Teams, wir haben das mit der Kamera auch aufgenommen, also die Schulung, sodass wir die später replizieren können. Und haben dann eine echte Ergonomie-Schulung bekommen. Ganz am Anfang haben wir eine technische Schulung bekommen, wo alle, also wie man die Einheit sauber macht, wie man spült und so. Das ist ja eigentlich Standard, aber vor allem die Ergonomie-Schulung, also wie man wirklich dann am Stuhl sitzt. Wir haben Behandlungssituationen nachgespielt. Also da unterstützt XO auch echt wahnsinnig gut, weil die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass das gut funktioniert, weil XO hat ja nichts davon, wenn am Ende ein frustrierter Inhaber da steht, der sagt, jetzt habe ich mir die Einheit dahingestellt und am Ende des Tages funktioniert mein Workflow nicht mehr. Wir haben im Dachraum insgesamt 12 Ergonomie-Spezialistinnen. Die wurden vom Dr. Reusch-Institut Westerburger Kontakte, wenn ihr das kennt, das ist ein bekanntes Ergonomiezentrum, geschult. Das heißt, also, die sind zertifiziert und sind eben unterwegs für XO, um Neukunden, die umsteigen von Rechtsgerät auf Schwingen, dabei zu begleiten, um sicherzustellen, dass die das Maximum rausholen. Und da geht es auch in das Thema, sie hat sicher auch über Tabs und Trace, also wir reden wirklich über das ganze Konzept hier, wie kann der Kunde ergonomischer, aber auch ökonomischer arbeiten, das heißt auch Zeit sparen. Wie man weiß, die Kosten in einer Klinik liegen ja zum größten Teil bei dem Personal, ja. Und wenn die effizienter und schneller sind, dann spart man einfach viel Zeit auch. Ja, Geld. Also Effizienz in dem Personal, ultra wichtig. Nicht nur am Stuhl, auch in der Verwaltung und auch im Management und genau, in der Abrechnung, völlig egal. Und die Workflows hier sind eigentlich schon darauf ausgelegt, eben auch Ressourcen zu sparen, also ressourcensparend eben behandeln zu können. Also gerade so mit dem Trend Demografie in den nächsten 10, 20 Jahren, das wird nochmal ein Thema und da stoßen andere Konzepte dann halt irgendwann auch an ihre Grenzen, ne? Haben wir alles beantwortet. Also, gut, dann sage ich danke, Stefan, dass du gekommen bist. Reinhard, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wenn es dann die Öffnung hat von deiner Klinik. Ja, vor allem, wenn euch das echt interessiert, wir dokumentieren ja alles mit. Also vom Notartermin jetzt bis zur Eröffnung und dann später, wie werden wir damit klarkommen. Schaut auf unseren YouTube-Kanal, das Format heißt Building the Clinic und wir zeigen die Ups, wir zeigen die Downs und XO spielt da einen großen Part. Aber auch mit anderen Industriepartnern. Wir haben uns in einigen Sachen ja, in andere Richtungen bewegt, wollen das Thema Zahnmedizin ein bisschen neu denken. Und wenn ihr auch überlegt, in der einen oder anderen Sache innovativer zu werden, schaut mal, dann wisst ihr, welche Fehler wir machen oder welche guten Entscheidungen wir getroffen haben. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg, eine geile IDS und nachher viele, viele Learnings und viele tolle Sachen, die ihr bei euch in der Praxis umsetzen könnt. Dankeschön.